Hi, hallo, wie geht's? Natürlich, neue Season. Leider Gottes kann ich heute nicht so lange zockern. Morgen muss ich schon um 6 Uhr auf der Arbeit sein. Keine Lust. Das Einzige, was bei mir immer so lange dauert, sind immer diese Shader, die neu geladen werden müssen. Aber meine Waffe ist auf Max Level, die neue Sniper. Heftig. Und was machst du heute? Zockst noch mal Mehrspielermodus oder? Und mich, oder? Nö, ich hab Nello im Chat. Hm. Hi Kim. Kommst du auch noch on? Nicht. Ja, gucken wir schon hin. Bin mal gespannt. Ich hatte schon den neuen Season Pass gesehen, der wurde schon auf YouTube released von einem anderen. Ich finde, den letzten Skin sieht richtig geil aus. Was ist der neue Ding? Sag's mir. Für Wie? neue EMPs und sowas. Da gibt es vier neue Waffen. Plus den Werfer haben sie auch noch reingemacht. Also mit dem Flammenwerfer, der ist richtig noobig. Keine Ahnung, wie man mit sowas spielen kann. Meine Dateien sind beschädigt. Was will der denn? Neue Pumpkin gibt's auch. Oder? Makarov. Er hat mich die Macht einer Idee gelehrt. Man braucht nur einen Funken. Und wenn er zündet, wird es. Ja, die neue Sniper Zoll war schon Explosiv. fertig. Die ist was auf Gold. Sie dachten, sie könnten mich kontrollieren. Mich demütigen. Mich auslöschen. Nein, mein Kommandier vertraut mir, weil ich nicht so einfach aufgebe. Und ich breche
Niemals. Ich brenne einfach weiter. Seine Mission ist meine Mission. Seine Sache ist auch meine. Das ist so leckt jetzt momentan ist, weil er gleichzeitig die Shader lädt und das ist halt sehr nervig. Gut. Sie verdient es. Reich mir das Streichholz. Aber starke Ideen brauchen starke Männer, die sie umsetzen. Also los. Zeit für uns, alles niederzubrennen. Gibt's doch nicht. Legen wir Feuer. Nee, sei, habt noch gar nicht Prestige gedrückt, gell? Nee, noch nicht. Ich muss jetzt mal warten, bis die Shader geladen sind, weil solange das Ding nicht geladen ist, kriege ich nichts gesteuert, weil die Frames hier im Spiel sehr fallen. Aber das Level 56 dauert ultra lange. Sehr, sehr lange, ohne Scheiß, hätte ich echt nicht gedacht. Ja, es wäre ja auch nicht toll, wenn die Leveln einfach nur so purzeln würde. Nee, das dauert richtig lange beim Leveln. Das ist nicht mehr so wie vorhin, okay, du kannst jetzt hier 5 Levels auf einmal aufsteigen, ne, ne. Da läuft der Hase, siehst du nicht. Mir denn geschrieben jetzt? Cam, du musst auch den Download starten. Also ich sag's euch jetzt schon mal, die neue Sniper wird jeder spielen. Die ist einfach übertrieben überpowered. Muss noch etwas warten, bin mit den Shader bei 55%. Also aus der Entfernung ist die Sniper leider nicht One-Shot. Das ist nicht so wie die Card. Kim, bist du noch beim Essen? Komm in Discord. Salva ist auch hier.
Ja, die Shader sind fertig. Jetzt kann ich starten. So. Ja, ich brauche keine Erklärung. Ich weiß, wie das Spiel geht. Doppelte EP. Wie, meine Klassen sind alle weg. Ach nö, muss ich jetzt auch meine Klassen wieder neu machen? Na. No. Scheiße, das ist ja übelster Mist. Wie? Oh, ich habe ein paar neue Sachen auch in den Shop gepackt. Fuck, wie klein ist die Map hier? Wechsel das Magazin. Bin getroffen. Mist. Genauso wie Wolf. Das ist dein Gehirn. Wieder unter direktem Beschuss. Granate ist raus. Wechselt das Magazin. Wow. Ich laufe voll ins Gegnerteam rein hier. Granate! Verschuss! Granate! Was abgekriegt! Verschuss! Ich lade nach! Mensch, die Gegner spawnen dir hier richtig im Arsch. Wie, der hat einen Juggernaut. Fick dich. Granate.
Ja, Beppo, ich geh mal kurz zu meinen Freunden in der Party drüben, ja? Kein Problem. Wir hören uns dann eventuell später, falls du noch da bist. Kein Problem. Okay, dann bis dann, Beppo. Bis dann, ciao. Ich glaube, noch nicht alle Shader sind hier geladen, weil irgendwie ist die Sicht sehr verschwommen. Ja, come on. Mist. Nee. Mensch, mein Aim war auch mal besser. Ziel ausgeschaltet. Feindliche Drohne aktiv. Nee. Ich muss unbedingt meine Klasse machen. Stehe unter direktem Beschuss. Ja, klebt mir alle am Arsch. Also, wartet mal. Erstmal werden mal meine Klassen wieder gemacht. Das bedeutet jetzt mal hier. Ups. So, dann werden hier mal zuerst die Dings wieder neu gemacht. Da hatte ich dies. Und das. Und jene, ja, ich glaube, ich hatte das drin, oder? Ja, so stimmen. Mache auch hier direkt wieder Munitionskiste, ist gut. Was hatte ich hier noch drin? Ah ja, hier hatte ich dies drin. Und ich hatte die andere Weste. Ah, eine neue Weste, Attentäterweste. So, Kevin.
Ich mache, ja, ich mache die denn. So. Dann natürlich wieder hier. Oh, die haben ja was Neues hier reingepackt. Machen wir das drin. Ja, ich weiß, was das heißt. Ja, es gibt verschiedenes Neues, also schon gesehen, ein neues Sniper dran. Dann habe ich halt gesehen bei der Werferin Oslo den Halten. Das Dormender. Das da überhaupt. Guckt verzögert das irgendwie Taktik und Primärausrüstungen und Aktivität. Eine spezifische Waffe, kurze Zeit in Rotation. Okay. Wisst nicht richtig weiter das? Wird gerade noch Neues. Ja, für das Sniper aus die heute neu. Dixie RK Stalker. Du hast nicht neu, also auch nicht neu. Du hast auch nicht neu. Ja, okay, bei den MPW weiß ich nicht, weil ich den noch nicht so fertig gemacht habe. Wow, sie verschiedene Sachen. Battle Pass hast du. Wie du Belohnungen verdienst. Und du hast die Sniper. Wie sind Skin Cells? Ah ja, neues Sturmgewehr. Irgendwie ist etwas mit meiner Auflösung. Irgendwas stimmt nicht. Ah, diese scheiß Erklärungen, als hätte ich noch nie Call of Duty gespielt. Ist ja dann noch irgendwas am Laden? Da bin ich ja fertig. Okay. So, hier muss ich schon jetzt. Na, das muss sicher die hier sein, die neue. UM7. Ich glaube, ich war mit der MP gerade zugange. Oder? Nee, Quatsch, was sage ich denn da? Ich war mit der.
Hatte ich denn mit Rückstoßkontrolle gespielt? Ja, ich glaube. Unterlauf. So. So. Hier muss ich danach welche MP ver. Die hatte ich aber noch nicht auf Gold. Glaube ich. Oder. Nee. Genau, da habe ich auch noch die Taktik zu machen. Gute Frage, Nello, da weiß ich selbst noch nicht, da muss ich gucken. Hier muss ich auch auf Präzision schafft. Nee, nicht Bewegungstempo, Rückstoßkontrolle, ja. Kimbo zu spielen, nee, ich glaube, das ist nicht so gut. Unterlauf. So, machen wir das so, das ist okay. Danach, ich richte. Danach habe ich die noch zu machen. Die ist auf 24. Ich mache die hier rein. Das ist gut. Das ist besser.
50 Schuss Magazin mit für die. Du warte. Hoppla. Das habe ich noch nicht freigeschaltet bei der Waffe. Oder war es bei der hier? So. So, da kann ich sowieso nicht so viel machen. Wobei, die kann ich noch mit dem Aussehen pimpen. Ich mag die Tarnung. Ach ja, richtig. Ich glaube, ich habe hier was vergessen. Ich wollte noch hier. So. Egal, ob man gut spielen kann oder nicht, man soll immer mit Stil sterben. Und die Waffen sollen fancy aussehen. Man kann nie genug Muni haben. Da gebe ich dir recht. Aus, die brauchen ein Upgrade. Oh, ich habe hier Rückstoßkontrolle und Lauf. Hauptsache noch nicht das Visier freigeschaltet. Quatsch. So. Ja, die Katze will ich nicht. Die geht, ist übelst nervig. So, hier fehlt noch der Skindorf. Da habe ich jetzt alle MPs drin. Glaube ich. Habe ich die Striker drin? Ja, die Striker habe ich drin. Gut. Hier zum Schluss mache ich noch ein Kampfgewehr drin. Jubalwe, okay, gucke ich direkt.
Falsches Bild. Da habe ich sowieso keine Wahl, die muss ich so lassen. Das ist so gut. Dann habe ich die Weibel drin. Dann noch die hier. Habe ich auch noch nichts freigeschaltet. Muss ich auch noch komplett leveln. Stimmt, ich muss wieder meine Trollklasse hier machen. Ist natürlich meine Sniper-Klasse. Mensch, die nehmen einem auch den Spaß weg. so, meine Sniper-Klasse, das ist mit der. Ja, was ist das denn gewesen jetzt? Ah, das ist die vom Shop. Okay, die sieht schon geil aus. Okay. Die ist schön. Gut. Hier mache ich natürlich geschmiedet drauf. Kätzchen mache ich nicht drin. So, da war Zielgeschwindigkeit. Danach brauche ich noch Zielgeschwindigkeit. Das eine. Zielgeschwindigkeit. Ja, dann habe ich keinen Laser, Mist. Ist es was so? Zielgeschwindigkeit. Da habe ich Zielgeschwindigkeit. So haben wir genau 5. Hier mache ich aber nicht das Ding drin. Ich mache hier mein Kampfmesser drin. Wobei, ich könnte da auch ein anderes Messer reinsetzen. Soweit richtig. Hier mache ich nur die
gefallen. So, da sind meine Klasse mal wieder alle fit. Kann der neue Strahlen gehen oder wie? Event startet in 13 Tagen. Ja, schön. So. Ich habe 50 Token. Okay. Ich würde es geil finden, wenn die Dings reinsetzen würde. Ah, die ist auch neu. Boah, die sind hässlich. Hässlich! Gut, die Sniper ist hübsch, aber nie. Ich behalte meine CP-Points, um irgendwann vielleicht einen geilen Skin zu nehmen. Ah ja, Operator müssen wir noch wählen. Richtig, da war noch was. So. Ja, ich weiß, wie das geht. Ja, ich nehme den. Ich hab's gefunden und behalte es. Ah, stimmt. Ich muss noch mein Burger King Skin nehmen, wo ist der? Hier müsste er sein. Da ist er ja. Wie ist die Aktualisierung? Was ist denn jetzt kaputt? Hier gibt's. Nee. Noch nicht starten, weil irgendwie hat sich was an meiner Grafik getan, oder meine ich das nur? Ich habe das Gefühl, dass mein Bild, allerdings braucht man mit Schild nur noch 2 Schläge, mit anstatt 3. Oh, das ist geil. Da hat jemand die Patch Notes gut durchgelesen. So, das ist gut, das ist richtig, das ist auch alles soweit richtig. Ja, nicht wieder Exklusivbildschirm, ich hasse das. So, das ist alles richtig, 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 richtig. Übernehmen. Bestätigen. So, wieso steht hier eigen? Ich brauche extrem. Das einzige, was ich vielleicht ändern, ist der eine Filter. Den hasse ich nämlich. Der Texturfilter, wo ist der? Nee, das ist also. Nee, wo ist der eine Filter? Auflösung, nee, das ist ja alles in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Oder weiterhin Ansicht übernehmen. Externe Ansicht, das ist alles. Ne, Bildrauschen, ja richtig, das Bildrauschen wollte ich auf 0 setzen. Das ist dann alles soweit richtig. Ja, das ist auch richtig. Genau.
Sehen meine Waffen jetzt sauber aus? Warte, das hatte ich im Pass vorhin gesehen. Ich glaube, es ist jetzt definitiv besser. Die Waffen sehen jetzt viel detaillierter aus. So, genug hier rumgewurstelt. Wir gehen jetzt rein. Wie aktiviere ich jetzt den Prestige? Ist es nicht hier? Ey, ich habe jetzt gerade gesehen, der hat mir auch die Visitenkarte umgestellt. Das gibt's doch nicht. Hey. Wo ist meine luxemburgische Flagge? Das sind alle Dings da. Nee, Quatsch, gehen wir hoch. Na Quatsch, bin ich zu weit gegangen. Wo ist denn meine luxemburgische Flagge? Ah, hier. Und meine Visitenkarte. Wo ist meine Burger King Visitenkarte? Ah, da ist sie ja. Wie, hat er nicht getauscht? Doch. Gut. Sehr schön. Besser. Ja. Sie sind 29 Stärke übrig, 12%, bla bla bla. Ja, schön, aber wie kann ich mein Prestige aktivieren? Muss ich das jetzt extra googeln? Ist jetzt zu dumm, um das selbst rauszufinden. Das ist weder. Das müsste ja bei Fortschritt sein, aber da steht nichts. Bei Herausforderung wurde auch. Ich weiß, was verschiedene Aufträge sind. Kohärenz. Sieht mal nicht sehr beeindruckend aus. Sah auch goldener Fluss auch aus. Und danach fand ich sie geil. Mal gespannt. Ach du liebe Güte, hier muss man die 8 Wochen spielen, sehe ich gerade für die Waffe, für den Skin. Ja. Nee, das interessiert mich nicht. Tägliche ist in Ordnung. Ist es dann dabei Statistik? Nee. Okay. Mensch, muss ich das echt googeln jetzt? Gucken wir mal. Prestige in MW3. Oh, sorry. Player Master Achievement Rank 55 in the MV3 Multiplayer to get the Prestige option. Player can pursue the objective, get kills in a complete match to quickly rank up. After reaching level 55, they automatically roll it
Into Prestige Level. Ah, okay. Beginning with Rank 56. Falls du noch da bist, Nello, also du musst da nichts aktivieren. Du bist automatisch im Prestige, sobald du Level 55 bist. Okay, so. Da wollen wir noch etwas zocken, bevor wir schlafen gehen. Haben die wieder neue Sachen reingeschmissen? Ja, das habe ich ja alles abgeschlossen. Abgeschlossen. Außer das. Nee, so. So, Warteschlange. Hier habe ich alles vorbei. Fertig. Hier gibt es was Neues. Und da gibt es was Neues. Ja, moin. Na, alles gut? Jo. Kann ich jetzt auch zocken, endlich. Ich kann jetzt auch zocken, endlich. Oh, Hattest du mitbekommen mit dem Prestige? nö. Ich hab's nachgelesen. Du musst da nichts aktivieren. Das ist automatisch, sobald du Level 55 erreicht hast. Habe ich doch. Ja. Und dann levelst du automatisch den Prestige. Ach so, okay. Aber ich bin doch schon die ganze Zeit 55, Alter. Ja, die haben das jetzt erst aktiviert jetzt. Ach so. Aber ich habe schon öfters gesehen, dass jemand Prestige hatte. Ja gut, ich weiß nicht, was die da getrieben haben. Das Ich auch war nicht. das gleiche wie der Skin vom der Baumskin wurde gesperrt und ich habe trotzdem noch Leute gesehen, die mit dem Baumskin da rumliefen. Der wurde nicht, der wurde kurzzeitig deaktiviert. Ist ja aber jetzt wieder drin. Oh, ich habe 55 Token noch. Ja, du bekommst welche dazu. Ja, ich habe 55. Ja. Ja, geil. Hattest du auch die Spezialedition gekauft, oder? Ja. Okay. Ich habe 55 Dinger frei. Das mach ich mal an, ne? Ich Automatisch. mache auch einen Fall, nämlich die muss man sowieso ausgeben. Ja. Wie Ne, aktiv? kaufen nicht. Nee, Nee. Token aktivieren. Hä? Ja. Wie? Ich will nicht kaufen. Was will der? Ich will auch nichts kaufen. Ah, man muss einfach nur auf X gehen. Also, immer nur, jo, jo, ich will was kaufen. Ja, okay, aber wenn ich X drücke, komme ich da. Geht der automatisch dann oder zieht er dir 150 CP weg? Nee. Du kannst einfach, jetzt sagen wir mal, gehst du auf A3, ne? Oder A2 oder A1 oder so. Und dann Okay. gehst du auf die Waffe und drückst einmal auf X. Pam, 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 pam. Ich bin schon wieder fertig. Ich bin schon mal bei A4. Muss immer nur beanspruchen. Ich habe jetzt Ah, schon 20. da, okay, jetzt verstehe Ich ich. habe schon 20% fertig. Ja, okay, jetzt habe ich verstanden. Wie dämlich, du kannst die nicht in einem Durchgang kaufen. Nee. Du musst die einzeln anklicken. Was ist das denn Ja, wieder? ja. Das ist wirklich die Leute zum Abfackeln bringen. Ja. Das kannst du aber laut sagen. Ich bin jetzt schon abgefuckt.
Ich hab noch nicht mal eine Runde gespielt. Ich bin, glaube ich, gleich fertig mit dem. Was? Ich hab schon alle drei Waffen. Ich brauch gar nicht spielen, ey. So, pass fertig, jetzt wartet wir bis nächst. Ey, ich will bloß die Spezialedition nicht geholt, ey. Ja, wenn schon, denn schon. Man gönnt sich sonst nicht. Ja. Ich hab noch 15. A9. So. Oh, es gibt ein neues Messer. Oder eher gesagt, so ein Skin. Schneller tot. A10 will ich jetzt. Oh. Oh, die goldene Waffe kann ich dann spielen. Ganz wichtig. Aber die habe ich doch schon fertig. Och Mann, ey. Bin ich jetzt bei AC gewesen, jo? A11. Ah, die Skins sehen schon mal hässlich aus, Alter. So, ich bin fertig mit meinem Beanspruch. Jetzt kann's weitergehen. So. Was gibt's denn hier? Miep? Nee. Nein. Das ist voll eine kleine Map, die Miet. Ja, ja, das ist ja auch, soll ja auch so eine kleine Map sein. Boah, ich spiele die einfach mal, ne? Ich will ja Dings Waffen werden. Am besten mit Sniper. Meine Waffen sind alle richtig, ne? Ja, das hat mich übelst geärgert, dass meine Klasse weg war. Ja, alle, ne? Ja. Haha. was muss ich da machen? Hä? Ich hab doch alle Tarnung. Ach so, ja, ist klar. Ich muss Kopfschüsse machen, Alter. Mit meiner Sniper. Mit meiner letzten. Ja. Egal. Aber ich spiele eh mit dem Ketten-MG. Okay, ja, auf die Map kannst du einfach alles nur durchsprayen. Ja, habe ich bei Dix auch gemacht die ganze Zeit. Einfach, weißt du, die Leute, die standen da immer so und dachten sich so, boah, den kriege ich, ne? Aber am Arsch, Alter. Ich habe einfach durchgesprayt, ist mir egal, Alter. 200 Schussmagazin reingehalten, reingepackt und dann einfach laufen lassen. Das lief ganz gut. Und wie findest du die neue Map? Ist sie gut oder eher so? Eigentlich ist die neue Map, finde ich, so, die ist geil für MPs oder Schrotflinten zu spielen. Also dafür ist sie definitiv gut. Alter, wie kurz ist die Waffe Map denn? Ja, ich weiß. Der Gegner steht direkt vor dir. Ja, hab ihn. Oh. Alter, wie viele Türen, ey. Hab ihn? Ich hab einfach mal durchgesprayt, Alter. Da war da war einfach einer bei Activision beim Metzger und sagte sich, das ist eine geile Map. Das ist eine geile Map, ja. Ach so, da kann man auch hinten hin. Ah, okay. Also manche Leute, die kennen einfach schon alles. Ja gut, das ist ja schon seit 7 Uhr da, da sind Leute, die haben einfach nichts Besseres am Tag zu tun. Nee, die haben einfach, ja, sich gedacht, yo, ich spiele jetzt COD. Alter, die wissen sogar, wo die Stellungen sind, Alter, so krass schon. Ich weiß doch nicht mal, wo irgendwas ist.
wie gegen diese Vollprofis schon wieder. Ja, genau, Alter. Nate und so, Alter. Was ist denn das für eine Map, Junge? Krass. Weil ist das lächerlich? Hm, egal. Aber wichtig ist, ich habe schon mal 2 Punkte gesichert, Alter. Das ist schon mal gut. Alter, ich schieße auf den Falschen, ey. Nicht auf den, wo ich schieße, Alter. Yo. Krass. Alter, die wissen ja immer, wenn wir wo sind. Es gibt jetzt auch Schwarm, ne? Geil. Doch, doch, es gibt jetzt Abschussserie, das ist so Schwarm. Ja, der war zum ersten Mal, glaube ich, in Black Ops. Black Ops 2, ja. Ich weiß doch, das erste Mal, wo ich das Ding aktiviert habe, dachte ich mir, was läuft denn jetzt? Alter, wir hatten Black Ops hatten wir durchgehend Schwarm. Hier Blackbird dauerhaft. Keiner wollte gegen uns mehr spielen, Anna. Geil, Alter. Ich hab ein dickes Captain Gear, Alter. Das ist so gemein, Alter. Ja, der eine kotzt ganz schön, ey. Er war gerade auf Abschussserie so, keine Ahnung. Dachte so, boah, den krieg ich. Nee. Ich hab ihn einfach durch die Wand geholt. Ich teste mal die neue Sniper. Ja, mach mal. Probiere ich auch gleich noch aus. Aber. Alter, was ist denn hier los? Das sind ja die besten Spieler der Welt, oder? Wir haben die Führung übernommen. Alter, wie schnell ich drauf bin, ne? Ah jo, genau. Ich dachte, da wäre. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden, wo genau die Spawnpunkte sind und wo ich richtig reinhalten kann. Ja, bei Chipman wusste ich das, Alter. Ich wollte noch nicht mehr. Der eine Typ hat mich nur beleidigt, Alter. Der Klassiker. Oh, der hat mich als Hacker bezeichnet und so weiter, Alter. Nur weil ich ihn immer jedes Mal durch die Wand geholt habe. Ich so, Alter, du bist immer gleich, Alter. Du stehst immer gleich, Junge. Wallhack, Wallhack. Ja, ja, ich war Deutscher. Und die können das ja eh nicht ab, wenn einer besser ist, Alter. Das ist die klassische Beleidigung, wenn einer besser ist. Du bist ein Cheater. Ja, Mann. Oh! Alter. Ich schieße auch schon mal um die Ecken rum. Ich bin wanted, Alter. Okay, die neue Sniper, die ist geil. Ja.
fühlt sich richtig nice an, gehst richtig schön in den Scope. Ich habe wenigstens kein Minus, das ist schon mal gut. Gute Map. Alter! Was? Hab doch schon auf den geschossen, Alter. Was ist bei dem? Warte mal. Also irgendwas stimmt hier mit der Waffe wieder nicht, Alter. Die droppt nicht. Ah, jetzt besser. Two Shot. Ah, Mist, das wäre ein Collateral gewesen. Man muss eigentlich nur die Aufsätze runternehmen und die droppt mit Two Shot. Okay. Ey, was? Nee. Alter, Hacker. Schon wieder nur Headshots. Oh, der Toaster. Ja, egal. Oh, ich hab Brattenmuni, Alter. Jetzt geht's los. Ihr brennt, ihr Schweine. Alter. Ihr werdet alle brennen. Irgendwie mit Brandmuni gar nicht mehr, doch nicht mehr so geil. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Nee, Brandmuni ist doch nicht so geil, Alter. Mit dem Scheiß. Den Scheiß auch mal runter. Alles runternehmen, besser ist. Dann spiele ich nur noch mit Visier. Bestimmt. Ja, besser. Verzieht kein Stück mehr. Level 24 mit der Waffe. Sauer, läuft. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Oha, hinter mir schon wieder, Alter. Angry Toast heißt der, Alter. Oh. Jo, krass. Mensch, doch weiter noch ein zweiter. Egal. 28 Kills, ist okay. Für die stabil! Die spielen alle mit so einem grünen Laser und hast du nicht gesehen? Ich weiß auch nicht, Alter.
Warum eigentlich? Weil das cool ist. Nee, überhaupt nicht, Alter. Dieses ganze Laserblödsinn ist für den Arsch, Alter. Außer bei Sniper kann ich es noch verstehen. Aber es gibt ja jetzt auch eine neue Weste, ne? Ja, habe ich auch gesehen. Attentäter-Weste heißt die. Die soll richtig krass sein, ne? Da siehst du, da sehen die Gegner dich gar nicht mehr. Heftig. Ja, finde ich geil eigentlich. Finde ich richtig gut. Ihr seht mich nicht, wenn ich euch auch nicht sehe. Weil du dann noch die Weste, also die Weste plus noch also die Turnschuhe nimmst. Die habe ich ja die ganze Zeit drin. Ja. Die habe ich die ganze Zeit drin. Totenstille ist ganz wichtig, weil jeder hat ein Headset, Alter. Jeder. Gefühlt. Außer Kevin. Es gibt immer einen Kevin, der kein Headset anhat. Aha, wollen wir hier abschießen? Oh, ich hab mal immer Party shooten, Alter. Haha, ich hab noch ein paar Wehrschüsse. Oh nein, jetzt kommt er mit der Pumpe, Alter. Yo! Er ist ja der beste Spieler der Welt, Alter. Er denkt sich immer noch, Alter, schön bin ich Bombe. Ne, am Arsch, Alter. Bist du nicht mehr. Och, Mann. Komischer. Ja, genau. Ich werd gespawnt, Alter. Und direkt. Jo, wieder. Das ist ja richtiger Schmutz, Alter. Das ist ja mal so ein richtiger Schmutz. Oha. Sniper. Ach ja. Ich krieg schnell eine rauchen und dann komme ich wieder. Ja, mach mal. Was macht er denn da?
Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott. So dumm. Oh mein Gott. Ach ja. Das ist so hart. Was denn? Eine Freundin hat mir gerade geschrieben, dass ein Kumpel von mir
Ich weiß, dass er Krebs hat und Du Scheiße. sein Zustand hat sich jetzt so verschlechtert, dass er mir gerade geschrieben hat, dass er im Krankenhaus kurz vorm Sterben ist. Und ach Mann, das ist mega Mist, ey. Ja. Richtig hart. Schon heftig. Knapp 28 Jahre. Dann noch, Ja. er ist außerdem ein Typ, der könnte niemandem was zu leid tun. Ja, das trifft immer den Falschen. Sag ich dir so, wie es ist. Unglaublich talentierter E-Sportler auch, ja, ein sehr starker Tekken-Spieler. Ach so, okay. Aber man steckt da nicht drin. Und vor allen Dingen 28 Jahre alt, ne? Das ist kein Alter. Der hat eigentlich noch sein Leben vor sich, so. Ja. Noch nicht mal ein Viertel rum, ey. Nein, Quatsch. Ja, weil mein Vater hatte auch Krebs und er hat ihn mit, wie alt war mein Vater? Ich glaube, der war so um die 50, als er damals Krebs bekam. Okay. Alles schon heftig. Oh nein, er hat mich gehauen. Ich habe jeden erstmal hier nur den Headshot verpasst. Die Waffe ist so ultra präzise, Alter. Geil, ey. Oh, hier, ich krieg hier eine neue Map, Grease. Alter, was fliegt denn da immer alles durch die Gegend, Alter? Das ist doch nicht normal, Alter. Oh, schon wieder Kopfschuss, naja. Also die Köpfe sind echt geil, ey. Zu treffen mit der Waffe, ey. Aber mit dem Ketten MG auf naher Distanz ist echt schlecht. Ja, da muss man schon auf fixer Zug gehen. Frühfeuer. Ja. Die Map hier erinnert mich ein bisschen an Tunesien. Mann, ich bin doch gerade am Nachladen, du Tier. Oh. Alter.
Meine Überwachungs-Heli haben sie einfach runtergeschossen, ihr Schweine, Alter. Ups. Nee, ist absolut veraimt. Übelst veraimt gerade mit der Snap. So schlimm. Der Lappen, da campt er da hinter der Tür. Level 28 mit der MG. Was schon? Ohne Double XP, ne? Ich bin einfach nur heftig mit der Waffe, Alter. Schatz. Das ist echt gemein, Alter. Oha! Was war das denn? Oh mein, der hat mich mit der Longbogen. Ah, wieder Headshot. Das ist egal. Alter, ich hab einen neuen Platz gefunden bei Meet Screed, Alter. Oder so. Kannst einfach drinnen sitzen, Alter. Ich sehe keiner, Alter. Außer wenn du schießt. Aber ich habe hier jetzt einen Schalli drauf. Aber die haben schon mal die Spawns, also. Das ist schon krass. Weg. Bruder, was los? Bruder, muss groß haben. Oh, 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 oh. Geht los. Ah, Wand knallt. Egal. Man muss das ja mit der Sniper auch noch machen, ne? Ja. Irgendwie, ich weiß aber nicht bei welcher. Ah, wieder Wand knallt. Das ist geil, Alter. Natürlich, beim Nachladen kommt der Gegner. Feindliche Drohne aktiv. Ah ja, ja. Aha, ja, die Longbogen, Alter, die ist einfach nur krass, die Sniper, Alter. Ja, du bist so schnell mit dem Teil. Ja, Mann. Aber die haben sie ja ein Stück langsamer gemacht, ne? Merkt man fast nicht. Nee. Aber die haben auch einige Waffen gebalanced.
Jetzt spielen sie auch noch mit diesem Gas, Alter. Was für Noobs, Alter. Die haben wir ja vorher schon gehasst, Alter. Oha. Mist. Nein, dann laufe ich voll in den Gegner rein. Aber ich schwöre, das Catnip-G ist einfach zu krass. Das ist zu krass, Alter. Die ist einfach zu krass. Der eine, der war Level 40, ne? Der. Der hatte 2 zu 40, Alter. Der wollte jedes Mal gegen mich kämpfen. Oh, ich bin Level 56. Yo. Was? Und ich habe keinen einzigen hier Double XP Token benutzt. So, was muss ich denn jetzt hier machen? Ah, okay. 10 Abschüsse mit allen Aufsätzen. Oh ja. Das macht ja richtig Laune. Muss ich sagen. Oh, hier. Entweder den hier. Den. Oh. Kennst du diese von MW2 noch? Diese Griffe? Ja. Die beim Catmong da sind? Die gibt's auch wieder. Geil. Ja, ja. Funny auch. Oh, hier gibt, da gibt's ein Kit. Was? In taktischer Haltung muss ich 150 Kills machen? Oh, schaff ich ja nie, ey. Oh, achso, ja. Muss irgendwie 150 Kills mit taktischer Haltung machen. Und dann kriege ich erst diesen Special Heftig Aufsatz. Kennst du also diesen Kit? Ja. Dieses Kit. Für die Waffe, mega krass bei der Waffe. Da machst du alles platt, ey. Ist, der hat mich gefunden. Oh, oh, oh. Da sind jetzt bessere dabei. Naja, doch nicht. Mist, ich wäre bei Frei für alle fast Erster gewesen. Ich bin gleich mit dem Zweiten. Ach so. Und nur mit Snipern gespielt. Oh, ach so, okay. Mit der Neuen? Genau. Und die ist so gut, oder? Die spielt sich richtig gut. Die sieht aus wie... Wie die bei MW2 hier, wie Victus. Genau. Und die erste Sniper, die, ich glaube, die XR, die ist ja schon richtig heftig mit ihrem One-Shot-Kill. Und so ähnlich ist die. Die ist auch so ähnlich. Ah, okay. Cool. Sehr geil.
er campt schon wieder nur rum, Alter. Ich hasse Camper. Ich hasse Camper. Nee, nicht die XR, die Cut, AMR, die, das Teil ist ja schon One-Shot, aber übelst langsam. Ja. Und die XR-K, die ist halt schneller, aber trotzdem gleicher Damage. Ja, aber irgendwie ist die Waffe total unruhig, wenn man diesen Aufsatz da mitnimmt. Naja. Nehme ich den einfach mal mit. Probiere ich den mal aus. Ich spiele ja eigentlich nur mit zwei Aufsätzen. Einmal einen Schalldämpfer und einmal Ketten-MG, ne? Aber ich muss hier mit fünf Aufsätzen spielen. Also so ein Blödsinn, ey. Also wirklich Blödsinn. Brauchst du gar nicht bei der Waffe. Ich weiß auch nicht. Der Aufsatz gefällt mir nicht. Dann nehme ich lieber Brandmuni. Das glaube ich dir. Ja, ist trotzdem scheiße, also. Dings ist besser. Ohne Scheiß, ohne Stiel und ohne gar nichts, Alter. Einfach ballern. Vielleicht macht das 200 Magazin rein. Könnte auch gut sein. Alter. Ruffy dir Lumpy, Alter. Lumpy oder so. Alter. Ist die Waffe schlecht, Alter. Boah, das geht mir ja tierisch auf Keks. Und dass man alles löschen kann, mag ich auch nicht so ganz, Alter. Ja, wenn du jetzt hier Waffe irgendwas verbessern willst und dann auszusehen auf Waffenkammer gehst, zack, ist alles auch wieder auf Standard. Ja, das hasse ich auch. Das ist mir schon des Öfteren passiert. Nicht nur einmal. Okay, cool. Ich brauche das nicht mehr spielen. Das ist doch super. Kann ich wieder normal spielen. Weil normal ist die geiler. Ey. Gleich droppe ich die wieder. So. Aha. Okay, cool. Naja, komm. Geh dich hier hängen, Alter. Ups, sorry. Naja. Er hüpft rum wie so ein Flummi, Alter. Kannst du nicht treffen. Mit seinem scheiß Schild auf dem Rücken, Alter. Ich bin auch eine Schildkröte. Alle Feinde müssen unbedingt eliminiert werden.
Ach, der liegt da immer noch. Oh mein Gott. Und keiner hat sich drum gekümmert, oder? Krass. Ah, Dünnpfeffer da. Hallo? Jo? Nee, du nicht. Der Gegner, oder nee, mein Mitspieler, guckt mich an. Schießt du auf mich? Ich so, ja, alles klar. Ich bin Hardcore, Alter. Du Pfeife. Bist du ein Gegner oder ein Teammate? Ja, ja. So, ja. Weil hier überall diese Dinger rumlaufen. Diese Täuschdinger da. Ah, die Täuschgranaten. So ja, die sind so schlecht, Alter. Ich weiß auch nicht, warum sie diese Kacke da reingesetzt haben. Das weiß ich nicht. Keiner fällt drauf rein. Ja, doch, meine Mitspieler. Panik. Oh nein. Ja, dann drehe ich mich auch noch um, weil auf einmal hinter mir einer ist. So, weißt du? Alter. Ey, die spielen alle mit diesen OP-Waffen, Alter, damit sie EP farmen können, Alter. Ohne Scheiß. Und, oh, der hasst mich richtig, Alter. Der hasst mich richtig, Alter. Gib mir so einen Turny, Alter. Er macht hier gar nichts mehr, Alter. Oh, der ist rausgegangen, okay. Du hast ihn rausgeekelt. Ja. Nur weil ich einen übelsten Tor da, Alter, hier so ein Ding jetzt gegen ihn hier. Alter. Mist. Mann, Kollege, warum schießt du denn nicht auf den und auf mich? Ich verstehe das nicht. Alter. Oha. Der schießt einfach durch die Wände, Alter. Krass. Krasser Loot, ja. Verbündete Drohne im Einsatz. Wer ist über deinen Kopf geschossen? Geil. Ich hab grad mit der Magnum gespielt, Alter. So, die Drohne ist schon mal weg. Ich kümmere mich auch gleich hier um den Heli.
Oh, ist egal. Total geil. Total geil. Pass auf, einer spielt die M4. aus dem letzten Spiel. Ich denke mir so, yo. Jo, der kannst ja richtig Waffenlevel, Alter. Das ist ja mega. Freut mich und so. Ja. Nein, was ist denn jetzt los? Ah, ja. Ach so, ich hab vorhin was Lustiges gesehen. Was? Ja, da hat einer Zombie gespielt, hat extra hier Packer Punch 3 und so alles schön reingemacht, damit er den neuen Akt da spielen kann. Und einmal ist der Wurm verschwunden. Wo er exfiltrieren wollte hier. Keine Ahnung, da wieder hin, da. Wo er war da. Ich dachte mir so, krass. Also ich fand das cool. Ich so. Haha. Da wurde ich aus dem Chat. Ich so, auf dem 4. Wieso wurde ich denn jetzt gebannt, Alter? Was ist los bei dir? Weil ich hab den ja auch bei Twitch, ne? Ja. Der war bei YouTube und bei Twitch. Und mittlerweile darfst du ja multi-streamen. Darfst du alles. Durftest du vorher auch schon. Darfst dich nur nicht erwischen lassen. Ja gut, das habe ich auch vorhin schon gemacht, aber jetzt ist es ja offiziell das Montag. Ja. Ich habe ja extra ein Programm drauf. Über OBS, ne? Ja. Auch gar nicht so viele Plattformen, wie ich möchte, da versorgen. Achso, sowieso, ich über Streamlabs kann ich sowieso multi-streamen. Ja, Streamlabs, es kostet was, ne? Weiß ja. Ja, ist jetzt auch bei nicht die Welt. OBS kostet das nichts, ne? Gar nichts. Ich spiele ja, oder ich habe ja extra schön Nielsen angeguckt, also so ein YouTuber, der erklärt alles so. Und der hat ein paar Add-ons erklärt. Ja, ich kann den Nielsen. Ja. Alter, er macht das so gut, ey. Boah, ich hab den gleich verstanden und so. Hab ich gesagt, boah, cool. Aber du streamst nicht, oder? Was doch? Doch? Ich stream auch öfters, aber gerade zur Zeit gar nicht, weil welches Spiel? COD garantiert nicht. Es ist doch lustig. Weil ich jeden als, naja. Also, ich beleidige jeden. Und wenn seine Mama da auch noch wäre, dann würde ich die auch noch beleidigen, Alter. Es ist nicht so geil.
Bei dir versuche ich einfach gar nichts zu sagen. Ich sage immer, es ist ja nochmal, du wirst ja nicht persönlich mit der Person in der Regel, weil die dich nicht stört. Alter, ich war mit einem Kollegen oder er hat gestreamt und wir haben beide gestreamt und ich habe irgendwie alles beleidigt, was nicht nied- und nagelfest war, ne? Und er hat erstmal Tadel gekriegt. Und Twitch. Ist auch, jo. Krass. Und der war fast Partner, ne? Was praktisch ist, Twitch kann kein Luxemburgisch verstehen, dafür kann ich auf Luxemburgisch fluchen. Ja, ja. Ja, das ist ja das Problem, ich kann nur Deutsch. Und ein bisschen gebrochen Englisch, also Schulenglisch da. Aber ansonsten. Aber ich find's einfach zu krass, also. Ey, aber jetzt mal ganz ehrlich, diese Partner können alles beleidigen, was nicht dick und nagelfest ist. Und wenn du Affiliate bist, darfst du gar nichts machen, Alter. Nee. Da kriegst du eher, wenn du sagst, hier, pass auf, Twitch ist nett. Scheiße, du bist ja am Stream. Ja. Kacke, Alter. Ne, weißt du, was ich meine? Oder, ja, natürlich weiß ich, was du meinst. Es ist eigentlich nur, sie wollen diese Leute etwas unterhalten mit dem Affiliating, weil vielleicht könnte es ja was werden mit der Person. Ja. Ja, damit er Geld generieren kann. Also ja. Voll los. Was los, ne? Ja, aber ich weiß nicht, Twitch-Partner ist so schwer zu kriegen, weil er hatte eigentlich durchgehend 75 Zuschauer, so, ne? Und es wurde trotzdem kein Partner, Alter. Nee, weil 75 ist das Minimum. Ja, der hat über 75 gemacht. Der hat so 83 mal 95 mal 100, 105, so in dem Dreh, ne? Aber die gucken noch andere Sachen noch dazu. Die gucken ja auch dann nochmal die, wie viel Chat-Aktivität, wie viele Leute interessieren sich für ihn. Ja, die gucken noch anderen Punkte. Ja, ja. Und das verstehe ich halt manchmal nicht, weil, also jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du mal ehrlich bist, ne? Es gibt ja diese Bots, ne? Ja. Und also das Komische ist, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber bei manchen YouTube oder bei manchen Twitch-Streamern, da sieht man das ganz genau, dass das Bots sind, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Und das sieht man auch in der Statistik, ich hab's ja selbst am Anfang genutzt. Ja, ja. Damit und du den Affiliate kriegst, oder? Ja. Ah, okay. Und das Problem ist, du merkst es, weil deine Statistik andauernd konstant bleibt. Und ja. Auch die Statistik auf Stunden gesehen. Ja, ja. Und du hast eigentlich, jetzt mittlerweile habe ich meine regelmäßigen Leute. Und da merke ich, auch wenn die regelmäßig drin sind, ich habe andauernd Schwankungen in den Stundenverläufen. Ja, ja, klar. Und daran merken sie es. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, mein Kollege, der, wie gesagt, der hat durchgehend dann diese Zuschauer, aber ich weiß halt nicht, ich kann das selber nicht sehen, ob er da Bots zum mit drin hat, weißt du? Ja. Und ich habe so die Befürchtung, dass er da welche drin hat. So. Ja, weil die haben mich damals, als ich die Anfrage zum Partner gemacht habe, da haben die nur so gesagt, so, wir können nicht beweisen, dass sie die Bots reinsetzen, aber wir können dafür keine Partnerschaft durchgehen. Ja, ja, ja. Aber du kannst ja alles kaufen, ohne Scheiß. Ja. Du kannst eine Partnerschaft kaufen, du kannst eine Dings kaufen.
Du hast eine andere Möglichkeit, an die Partnerschaft zu kommen mit dem Kaufen. Ja, ja. Und zwar die Statistik, die sie nicht sehen können, wo du dich aber als Partner werben kannst, ist, wenn du über YouTube Partner bist. Ja. Aber da kannst du ja auch Bots kaufen. Genau. Also Add-ons. Wie heißt Ads? Google Ads oder so kann man dann nutzen. Und das haben die ja bei ihm auch verhindert, ne? Er war ganz schön am Arsch, also wirklich. Aber egal. Bei ihm wurde ja auch alles gehackt. Noch. Ja, ja. Letzte Woche oder so. Junge, das ist ja wie eine Popgun, Alter. Geil. Dieser Revolver. Das ist ja wie eine Pumpgun, Alter. Ja. Was hüpfst du denn durch die Gegend, Alter, wie so ein Flummi? Dachte so, ja, ich verschwinde hinter der Wand. Da kann ich durchschießen. Ach so, da sitzt der in der Ecke, Alter. Ich lauf da rein, Alter. Denk mir so, boah, die krieg ich. Schwein. Jetzt kommen die mit Betäubungsgranaten hier. Alter, er hat mich, glaube ich, die ganze Zeit verfolgt, Alter. Geil. Hallo? Ach. Okay, verstehe. Oh, was kommt der denn da? Okay, cool. Den schieße ich erstmal runter. Ja, Level 56. Der ist weg. Ich hab schon 200 Schuss, Alter. Die denken sich so, boah, wie schnell war man bitte schon mein Überwachungsteam weg? Feind im Gebiet. Okay. Ja, wieso bewegt ihr euch denn nicht, wenn ihr seht, dass er da liegt? Alter, die bewegen sich alle nicht. Auch die Mitspieler. Ja. Also meine Mitspieler bewegen sich auch nicht. Mist. Feindliche Drohne aktiv. Hey, das war ja total lächerlich. Der hat sich selber in die Luft gejagt, Alter. Aus dem Tier. Ja. Gleich den Schalldämpfer wieder runter, dann hat die mehr Damage, Alter. Ist ja wohl nicht. So. Wie viel haben wir's? Oh.
Alter, wenn du. Was geht? Wenn du Banden. Ja, yeah, schon alles Mod weg. Alles hast du. Ich war wieder kaputt gedeckt. So. Ja, das, das soll es Kafkin für, dass ich Lute Wigand alles fertig machen. Wenn ich die Freude nicht wäsch genug sind vom Zahndoktor, gehe ich fertig für die Mainden. Für die Mainden. Ich habe die Mainden frei, weil ich jo bei den Doktor gehe. Ich weiß nicht, dass ich da hinge. Der Töner ist ein Kring. Ach, schön ein Kring, ne? Ja, aber das ist ein Mod geringer Tattoo. Ah, da hat das ein Ja, ich mache auch nur noch die Hunde und dann gehe ich pennen. Morgen muss ich um 6 Uhr auf der Arbeit sein. Ich muss um 3:45 aufstehen. Ui. Ja, okay, ich muss ungefähr um die gleiche Uhrzeit aufstehen. Ja, ich. Ja, ich muss nämlich auch um 4:45 los. Aber geht alles. Dafür habe ich bis um 3:45. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, das Spiel hängt. Mein Spiel hängt auch. Aber jetzt läuft es wieder. Ja. Eben gerade war der Server down, wa? Ja. Alter, bin ich gemein, Alter. Oh Mann, was ist denn das für ein Server, Junge? Jo, ich glaube, ich flieg raus oder so. Weiß ich nicht. Bei mir ist es gegangen jetzt. Es war nur kurz bei mir. Nee, bei mir nicht. Bei mir geht andauernd irgendwie auf Standbild. Wenn ich jemanden abschießen will, was? Komisch. Hab ihn wieder. Die Waffe ist echt gemein, Alter. Also auf der Miet kann man richtig geil die Waffen leveln, also da kann man nichts sagen. Ja. Ja, welche Waffe hast du gehabt? Die Sniper. Achso. Die König. So, dann haben wir wenigstens Prestige jetzt aktiviert. Ein kleiner weißer Hundi. Hallo. Ui, ui, ui. Ich muss erstmal hier. Ach so ist das! Ah! Jo, jetzt hakt das Ding wieder ab. Komm. Da geh ich raus. Das hat eh keinen Sinn. Ja, sowieso für mich reicht das jetzt. Ja, für mich auch. Ich bin Level 58! Ja. Jo, der Kombination mit der. Also, die Sniper mit der Kombination mit der ersten Tarnung, die du freischaltest, sieht das richtig geil aus. Mit der. Du machst den Skin vom Pass. Den Bauplan, ja. Und machst den ersten Skin drauf. Das Ding sieht richtig geil aus jetzt. Wenn du im Stream schaust, siehst du sie. Das Ding sieht richtig nice aus. Nee, Black Cell war, ist das nicht. Oder hast du die Black Cell? Das hier ist Black Cell. Tödliche Vorstoß, ne? Black Cell, ja. Hab ich nicht.
Ja, aber hattest du den 99-Euro-Pack genommen oder den nochmalen Vorbesteller? 120. 120? Ja, 119 oder so hat er gekostet. Ja, ich glaube auch 119, es war nicht 99. Bei Black Cell, ne? Ja, aber dann müsstest du aber auch die Black Cell haben. Nein. Weil der war im Bundle mit drin. Black Cell im Pass macht zum Freischalten Fortschritt im Battle Pass. Ach so, ich muss... Ah, nee, ja, ich... Ja, klar. Ich habe aber keine Token mehr. Ich muss das erstmal freispielen. Okay. Aber ich habe den Black Cell. Irgendwie. Genau. Habe ich gekauft. Alter, ich habe ja mega heftig. Alter, wie viel COD-Points habe ich denn jetzt? Ich habe 4000. Ich habe 6990. Was? Ja, ich behalte die, wenn mal wieder was richtig Geiles drin ist. Nee, ich hol mir ja nur Dings. Ich hol mir ja immer nur... oh, aber der CDL sieht gut aus. Oh, der ganz weiße meinst du? Ja, ja. Verdammt. Der ist jetzt gekauft. Wieso? Hast du gekauft? Hast du gegönnt? Nö. Aber der sieht gut aus. Also, den mag ich schon mal leiden, weil der schwarz ist und ja. Du kriegst ja auch die Tarnung dafür. Welche Tarnung? Für die Waffen. Da ist eine Tarnung mit drin in dem Bundle. Nein. Doch? Nein. Hohenflug. Flug. Wie Hohenflug? Flug. Beim Pack vom CDL ist den Flying High Weapon Camo. CDL Starter Paket 2024. Ah, den meinst du, okay. Nee, okay, ja, ich weiß jetzt, welchen du meinst. Und du meinst, warte. Der neue, der ist jetzt auch erst neu reingekommen. Der Call of Duty Leaks Paket. Ja. Ja, den meine ich jetzt eigentlich auch nur. Ja, weil da kriegst du eine Camo dabei. Da steht ja rechts Flying High Weapon Camo. Wo steht denn das? Guck mal im Stream, direkt rechts. Ja, 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 ja. Ja, gekauft, Alter. Scheißegal, gekauft. Was soll der Geiz? Ich hab da noch 4000. Du wirst dem Pass alle die Teile genommen haben, wo die COD-Points drin sind. Ach so. Oder hattest du noch welche übrig? Ich hab. Also, pass auf, das ist bei mir immer so. Ich hab seit dem Battle Pass-Einführung hab ich einmal den Battle Pass gekauft und seitdem sammle ich die Points. Und bezahle mit dem, die ich verdient habe durch das Zocken. Bezahle ich gleich wieder den nächsten Battle Pass. Weißt du, so ja, das finde ich geil bei Call of Duty. Das haben die nämlich auch bei Call of Duty Mobile. Wenn du einmal den Pass nimmst und nichts kaufst mit den Points, dann kannst du ja dir eigentlich immer den Pass kaufen. Du, das kannst du bei Fortnite zum Beispiel auch. Ja, das weiß ich auch. Ja, aber mein Neffe, ich so, ja... Du brauchst doch nur einmal bezahlen. Nee, hier der Skin XY, oh, den muss ich kaufen, Alter. Und dann sagt er wieder, oh nee, aber wir haben gar kein Geld. Ich so, ja, du Idiot, Alter. Aber ey, hast du schon gesehen, Event startet in 13 Tagen. Ja, das habe ich gesehen mit dem Weihnachtsmann. Das hatte die im Trailer angekündigt, dass da ein Weihnachtsskin kommt. Aber kriegen wir den so? Ich glaube, den kriegst du so. Du musst nur die Missionen machen. Ja, aber nicht Zombie oder so eine Scheiße, ne? Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist das Problem. Ich denke nicht, weil die Camo bis jetzt war immer so, die Ware für die zwei Sachen. Sowohl Mehrspieler als auch Zombie.
Alter, guck dir mal die deutsche Sniper an, Alter. Lul. Wo, im Shop? Die deutsche, das ist im Battle Pass. Ah, im Battle Pass. Das ist A17. A17. Die AMR ist das. A17 bin ich. Nee, AMR ist es nicht. Diese eine Sniper, die erste. A17, die erste. Ah, die weiße da. Ja, weiß, schwarz. Sieht aus wie Deutschlandflagge, Alter. Aber die sieht gut aus. Ich mag eher so was Schlichtes. Ich mag dieses Aufgesetzte überhaupt nicht, Alter. Zum Beispiel diesen ultra heftig Skin von Abolisher Black Skin Viech. Den würde ich niemals, nie im Leben ausrüsten. Mit dem bin ich ganze Zeit dann rumgelaufen. Alter, mit leuchtenden Augen, Alter. Da bist du ja erkennbar von überall, Alter. Die Leute kriegen Angst, wenn ich um die Ecke komme. Ja, oh cool, neues Opfer. Und mit so seinen vier Augen weißt du nicht, wo du zwischen die Augen schießen sollst. Alter, ich hab jetzt schon wieder... Alter, der Battle Pass ist gleich durch, oder? Ich bin bei 51%. Warte. Also ich habe ja ich habe ja das gleiche gehabt, ne? Ja. Ich bin jetzt schon bei 56%. Ah, scheiße, ich sollte noch die anderen neue Dings da freischalten. Es gibt ja bei den Raketen da so ein neues Teil. Ja, ja. Aber das soll gar nicht so geil sein. Also irgendwie, das macht nur Two-Shot. Aber irgendwie mit EMP-mäßig oder so. Oh, man kann Tutorial angucken. Wow. Alter, Centers Schlitzer. Start in 13 Tagen, 20 Stunden, Alter. Ich glaube, das muss man absolvieren, damit man das dann da so haben darf. Ja, darf man mit dem Weihnachtsmann rumlaufen. Aber ich habe hier schon einige Leute... heute, ich habe ja ein paar Streams verfolgt, ne? Mhm. Alter, der Floyd zum Beispiel, er ist hammerkrank. Hammerkrank. Die haben Warzone gespielt, ne? Ja. Er hat alleine 33 Kills gehabt, Alter. Und dann gucke ich so die letzten Kills, die er gemacht hat. Sniper? Direkt Headshot. Ne? Ja. Dann wirft er das Wurfmesser einfach in die Luft, ne? Und tötet erstmal einen, Alter. So, jo, geil. Ah, egal. Ich will jetzt auch pennen. Ja, ich auch. Da war ich so nah dran, die Waffenkammer fertig zu haben, da schmeißen die neue Teile rein. Jetzt fehlen mir wieder 19 Teile. Ja, wir haben ja Zeit. Ja. Alter, das ganze Jahr bis Black Ops 5, 10, warte mal, 5 rauskommen. Das wurde ja schon geleakt. Ist ja Zeitvertreib bis 2025, dass GTA 6 rauskommt. Ja. Ich gucke mir auch den Trailer nicht an. Ich habe mir den Trailer angeschaut, er gefällt mir auch sehr. Aber das mit dem Datum zum Schluss, das hätten sie sollte nicht machen. Das tut so weh. Das ist 2 Jahre noch hin. Ja, das tut so im Herzen, wenn du bist übelst gehypt, weil das Video richtig geil ist. Und du weißt einfach, Rockstar, deswegen die schummeln nicht mit. Ja nicht an. Die schummeln deswegen einfach nicht mit der Grafik.
deswegen gucke ich da ja nicht zu, weil dann denke ich mir so, boah, dann tut mir zu aus. Wobei, auch Betas zu testen ist auch nicht immer cool, weil ich habe ja, ich bin ja Beta-Tester für MiHoYo, Zenless Zero, und das Spiel ist so geil. Ich hätte Bock, noch weiter die Beta zu zocken, aber auf der anderen Seite, es macht mir einfach zu Bock, das Spiel richtig zu spielen. Ja, ja. Ja, ich habe hier Beta gezockt von Diablo zum Beispiel, ne? Fand ich auch mega, ne? Und dann haben sie aber Patches reingesetzt und das hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Die haben übel Scheiße gemacht, das ist wieder typisch genau. Activision. Genau. Die hätten richtig Geld damit machen können, ne? Erstens haben sie das Spiel viel zu teuer verkauft, weil es eigentlich auch ein DLC-Paket ist. Ne? Ja. Von dem Dreier, also du kannst auch noch alles nutzen, was du bei 3 hattest. Mit bestimmten. Du musst irgend sowas eingeben und dann kannst du deine Skins dann nutzen. Deine Rüstung etc. Da haben sie extra so ein Hintertürchen eingebaut. Für diese Pros. Ja, für etwas Freude noch ins Spiel reinzubringen. Alter, der eine, der ist so krank, Alter. Boah, von der ersten Minute an, wo das Spiel rausgekommen ist, ist der direkt online gewesen. Und er hat irgendwie, das geht ja um Instanzen oder so ein Scheiß, ne? Mhm. Und er hat die schwerste Instanz erstmal durchgeballert, Alter. Gleich zum Anfang ist so, Alter. Krass. Es ist einfach, bei Diablo kommt es ganz viel auf Skill an. Du musst nicht die stärkste Rüstung haben, aber wenn du Skills hast, kannst du mit der lösten Rüstung alles abreißen. Ja, der hatte hier seinen Zauberstab. Er hat ja mit einem Zauberer oder mit einem Toten. Ein Totenbeschwörer. Totenbeschwörer, glaube ich. Hat der irgendwie Schaden von 4000 gemacht, Alter. Pro Schlag, Alter. Ich so, boah, krass, Alter. Bam, 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 bam. Aber er wurde auch zweimal richtig schön penetriert, würde ich sagen. Also ich weiß noch, wo ich Trophy Hunter war für PlayStation. Ich habe ja zweimal die Platin bei Diablo. Einmal bei der normalen Edition von Diablo 3 und dann kam ja die Eternal Edition. Und dann konntest du nochmal die Platin machen. Ja. Ja, und hier mein Kumpel, der hat Gran Turismo, ne? Mhm. Platin. Das ist schon heftig. Das ist wirklich schon heftig. Oder Dead Space. Ist es nicht so gewesen, dass man beim Gran Turismo da die Strecke, die 24 Stunden in Le Mans, reell fahren musste? Ja. Oh. Hat er gemacht. Oh, ja. Der hat 100%, der hat Platin, Alter. Oder hier Dead Space. Ne? Auf der. Also, ich fand das ja schon auf einfach schwer, ne? Der hat das auf ultra schwer gespielt, Alter. Also, auf. Du wirst nur angepinnt und dann bist du schon tot, ne? Ja, aber. Du kennst ja sicher Wolfenstein. Ja. Da gibt es. Das Spiel ist richtig heftig, wenn du Platin machen willst, weil da gibt es eine Trophäe, das heißt Mein Kampf. Ja. Und da musst du das ganze Spiel in dem schwierigsten Grad und du darfst nicht einmal sterben. Ja. Aber du kannst natürlich cheaten, ne? Sagen wir mal. Du gehst einfach offline und wieder online und zack, ist der Tod weg. Kennt man auch. Aber Kumpel von mir, der hat es dreimal die Platin gemacht, weil er ist Trophy Hunter und er spielt es auf 3 verschiedenen Accounts. Ja, gut, aber ich sag mal so, ne? Also ich fand das schon zu krass. Dead Space, Alter. Geiles Spiel, absolut, wirklich mega geile Story und so. Ich habe das früher nie gezockt, ne? Er hatte die Spiele schon auf Platin. GTA, ne, mit allen Herausforderungen, mit diesen ganzen Verstecken und
Hast du nicht gesehen? Die ganzen Stunts hat er gemacht. Und. Der hat der Platin da gemacht. Bei GTA. Ich hatte auch fast. Weißt du, wieso ich sie nicht bekam? Nee. Du musst die 50 UFO-Teile sammeln. Ja. Und dann kriegst du diesen, der sieht aus wie der Wagen von den Ghostbusters. Ja. Und wenn du den Wagen bekommst, sollst du die Trophäe bekommen. Habe ich nicht bekommen und ich hatte keinen Bock, das ganze Spiel wieder neu zu spielen. Ja, und das ist das Problem. Ich weiß nicht, der hat so viele Stunden da dran gesessen, weil er hat auch nichts aus dem Internet genommen, keine Bücher gelesen, wo diese Verstecke waren, ne? Der hat das alles selber rausgefunden. Alter, ich so, boah, Junge, was mit dir? Nichts anderes zu tun, oder? Doch. Der hat nächtelang durchgezockt, ne? Und der hat halt Familie, hat noch einen Job, ne? und so weiter. Und ich so, boah, krass, Alter. Ich will dich aber jetzt nicht abhalten, weil du musst ja kommen, ne? Gut. Ich habe einen Kumpel bei der Bundeswehr, der hat nichts Besseres zu tun, den ganzen Tag auf der Arbeit zu zocken. Der kontrolliert nämlich die Kampfflugzeuge in Europa. Okay. Und der war auch hier schon bei uns hier in Luxemburg, um unsere Spionageflugzeuge zu prüfen. Ja. Ja, das ist schon heftig. Also, ich weiß noch, vor 2 Jahren, ja, wie viele funktionierende Jets haben wir denn? Ja, 2. In Deutschland ist es schlimm. Ihr habt so viele Flugzeuge, aber keiner von denen ist flugfähig. Nee. Die sind alle nicht flugfähig. Alle kaputt. Kein TÜV. TÜV-Türk, da geht's durch. Aber ey, ohne Scheiß. Also, das ist so blamabel. Und jetzt... hier diese, wir müssen unbedingt Panzer da rein liefern und so, ne? Das ist ja auch der Witz des Tages, ne? Ja. Damit sie dich nicht verschrotten müssen, schicken sie da ein. Ich war ja im Museum von Sinsheim, da ist ja das Technikmuseum, das ist übelst geil sowieso, um besuchen zu gehen, und da hast du ja alles Originalteile vom Tigerpanzer, Motoren und alles. Habe ich übelst gefeiert. Ich hatte damals in meinem Studium hatte ich die Chance, in Sinsheim zu sein, und hatte meinen Chef damals gebeten, darf ich über Wochenende noch hier bleiben, weil ich möchte gerne dieses Museum sehen. Und er, gut, okay, ich zahle dir diese 2 Tage extra dann. Ja, wie geil, Alter. Weil normalerweise hätte ich müssen nach Hause fahren, und er hat dann gesagt, nee, da bleib einfach. Ich war... Also was halt Sehenswürdigkeiten sind, ne? Bergen-Belsen zum Beispiel bin ich auch gewesen, ne? Wo liegt das? Bergen-Belsen ist Niedersachsen, ne? Ah, okay. Ja. Und dann haben wir, eigentlich keine 20 Kilometer entfernt von uns, ne? Da ist auch Konzentrationslager gewesen. Aber nicht Bergen-Belsen, sondern halt ein Arbeitslager, ne? Okay. Das ist auch nicht weit weg. Und das kannst du auch besichtigen. Und wir waren dann mit der Schulklasse. Natürlich haben wir nur Blödsinn gemacht, ne? Mhm. Aber im Nachhinein ist mir so klar geworden, Alter, da sind so viele Menschen gestorben, Alter. Unglaublich. Ja. Bergen-Belsen ist natürlich ganz krass gewesen. Da ist natürlich Gaskammer und allen Pipapo noch so, wie es früher war. Ne? Ich war auch beeindruckt, wie... Da steht ein Schild zum Duschen hier lang. Ne? Und so, weißt du? Das ist schon krass. Also wirklich ganz, ganz übel. Das ist ja auch das Gleiche mit der, ich war in Dresden, und da ist ja die Medizin-Uni. Ja. Und das Teil war ja auch in den Kriegszeiten komplett zerstört worden, das Kloster. Ja. Und die haben es wirklich 1:1 wieder zusammengeflickt. Ja.
Das haben sie mit vielen Gebäuden gemacht in Dresden. Weil Dresden und Berlin wurden komplett bombardiert. Also die wurden komplett auseinandergenommen. Zum Beispiel, wenn du in Frankfurt zum Beispiel wärst, ne? War ich. Ist es so, dass ein Teilstück der Autobahn eigentlich eine Landebahn ist für Flugzeuge. Okay. Da werden die Leitplanken, die kannst du runterfahren praktisch in den Untergrund und dann fahren automatisch so Lampen hoch. Geil. Und da können Flugzeuge starten oder auch landen. Cool. Das ist extra für den Krieg gemacht. Also ganz, ganz krasse Geschichte, Alter. Boah. Oder bei mir direkt neben der Firma ist ein Munitionslager, ne? Und ungefähr so 35 Kilometer von mir entfernt ist Rheinmetall, ne? Okay. Und Rheinmetall war bei uns in der Firma und die wollten Leute abwerben. Was für einen Job machst du eigentlich? Ich bin Pulverbeschichter. Ah, okay. Für in der Industrie oder für allgemein? Ja, Industrie. Okay. Wir sind für Bau- und Landmaschinen. Okay. Also wir machen die Kabinen, wir machen Kabinenkomponenten. Ja gut, ich kenne halt die das Pulverbeschichtungsverfahren halt ja. Bei Werkbänken. Also weil wir bei uns in der Firma die Küpper... Ist das Gleiche, okay. Also, du hast positive und negative Spannung und Pulver und das haftet. Okay. Das wird magnetisch aufgeladen und dann haftet das eigentlich. Und dann kommt das in den Ofen und dann wird das verflüssigt und dann, sagen wir mal, ist es wie eine Lackschicht. Die kannst du aber auch direkt verarbeiten. Also, wenn die abgekühlt ist, kannst du auch sofort Schrauben reinsetzen, dies, das. Das ist nicht wie beim Nasslack, dass das erstmal 8 Stunden braucht, bis das trocken ist. Das ist ja das Geile beim Pulvern. Und vor allen Dingen, Pulverlacke sind halt auch robuster, ne? Genau, sie sind stoßfester. Ja. Ja. Und wir machen halt für große Baumaschinen, sagen wir mal, keine Ahnung, Straßen, also hier so Asphaltmaschinen haben wir auch. Okay. Also, ja, riesengroße Dinger. Boah, muss ich gestern abdichten. Alter, ich war fast 5 Stunden an einer Kabine beschäftigt. Ich so, jo, ich hab richtig Bock. Aber die ist auch ein bisschen größer, also. Ja, ich bin ja im Bau tätig, ich bin ja Baukoordinator. Ah, okay. Ja, das ist natürlich auch ein richtig geiler Beruf. Ich komme ja eigentlich vom Maler. Ich bin ja gelernter Maler und Lackierer. Und Baustelle will ich nie wieder sein. Ich auch nicht. Ich bin ausgebildeter Elektriker. Ja. Und auch 3 Jahre auf dem Bau. Nach meiner Lehre sagte ich, okay, tschüss, ich mach das nicht mehr. Ich habe das 4 Jahre noch nach meiner Lehre gemacht. Und dann war ich 1 Monat arbeitslos. Dann bin ich wieder beim Maler angefangen. Ich hatte eigentlich, dachte ich, ich habe einen guten Job. Naja, 2 Monate später habe ich keine Kohle mehr erhalten. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, jo, gehe ich jetzt zur Arbeit oder mache ich blau, ne? Oh, ich mache eher blau. Und dann kam meine Kündigung. Dann bin ich nicht zum Arbeitsamt gegangen, weil die wollten mich auch gleich wieder weitervermitteln an so Sklavenhändler. Ja, ist doch so. Ja. Zeitarbeitsfirmen sind für mich Sklavenhändler. Ne? Für 6,34 Euro geht keine Arbeit, ne? Ja, zumal diese Dienstleistungsfirmen. Ja, wir haben ja, wenn du in diesem Beruf arbeitest, also sagen wir mal, du bist Maler und du wirst als Maler angestellt, dann bekommst du Tarif, aber wenn du jetzt zum Beispiel, oh, wir brauchen dich in der Keksfabrik, irgendwie Kekse einpacken oder so. Ja. Alter, weißt du, wie scheiße ich gebaut habe, wo ich in einer Zeitarbeitsfirma gemacht habe? Oh, lol, Alter. Ich habe das doch eh nicht gestört, so, ne?
Ich musste so Kartons immer so, so zusammen drücken, damit das dann auf so eine Palette fährt, ne? Ich immer auf den grünen Knopf gedrückt, ne? Hat der Roboter nicht funktioniert. Ist immer schön auf den Fußboden geknallt. Bam, 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 bam. Kam der Vorarbeiter. Was ist das denn hier? Ich so, ja, ich sollte hier so zusammenklocken und dann auf den grünen Knopf drücken. Das habe ich immer gemacht. Ja, du musst auch mal drauf achten, ob da der Roboter steht. So, was für Roboter, Junge. Ich hab keine Ahnung, ich mach erstmal Mittag. Alter. Und dann, er so, ja, du kannst, also wir haben deinen Chef schon angerufen, du brauchst morgen nicht wiederkommen. Alter, Gott sei Dank, ey, diesen Scheiß hätte ich eh nicht mehr weitergemacht. Scheiße, es hat gerade angefangen Spaß zu machen. Ja, dann kam ich in die nächste Firma. Dann fingen sie an, ja, du musst Akkord arbeiten. Guck die so an. Wie? Akkord. Ja, die anderen machen das auch. Ich so, ja, klar, mach ich. Ne? Immer diese Philadelphia immer da hinten geschmissen, ne? Ich mach Akkord, ja. Bam, bam. Ne? Kommt sie wieder an. Ja, nee, du kommst mal mit. Du musst jetzt irgendwie Kaffee zusammenstellen. Ich so, ja, mal. Fahr dem Alten schön mit so einem elektrischen Hubwagen erstmal schön in die Beine. Kipp die Palette um. Und den ganzen Kaffee ausgekippt. Ich so, ja, ich mach jetzt Mittag. haben Sie eigentlich Lust zu arbeiten? Ich so, nee, bei euch nicht. Ich soll hier Akkordarbeit für Mindestlohn. Für 6,34 Euro muss ich damals arbeiten. Oh, ich so, das lohnt sich nicht. Nee, erstens lohnt sich dann nicht hinzufahren. Zweitens lohnt sich nicht hin. Also, ne? Und dann hatte ich natürlich auch das Problem mit dem Arbeitsamt. Die haben mir dann natürlich eine Sperre reingehauen, ist ja klar. Ja, natürlich. Weil die kriegen ja Provisionen, damit sie Leute vermitteln, ne? Und ich war da, glaube ich, 3 Tage, also in dieser Firma. Bei 3 verschiedenen Stellen, wo ich 3 Mal rausgeflogen bin. Also bei uns in Luxemburg ist das übel, stimmt ja. Das Arbeitsamt vermittelt dir überhaupt keinen Job. Die wollen einfach nur, dass du da so einen Stempel abholen gehst und dann, ja, was habt ihr denn heute gemacht? Nicht viel. Ah gut, dann bis nächste Woche. Ja, zum Beispiel, ja, wie viele Bewerbungen haben sie denn geschrieben? Ja, ich so, Alter, boah, Junge, voll viele. Ja, schreib mal überall hin, wo du überall. Ja, ja, klar, hier hab alle Malerfirmen da aufgeschrieben, die ich kannte. Ne? Auf einmal kriege ich Anruf. Ja, sie haben sich doch gar nicht vorgestellt. Ja, sie wollten doch irgendwelche Namen wissen. ja, wie jetzt? Ja, jetzt ist eh Winter, jetzt stellen sie eh nicht ein, ne? War Winterzeit. Wäre eh stempeln gegangen, ne? Oh ja, und dann bin ich ja in der jetzigen Firma, ja, bin ich jetzt schon 12 Jahre. Oder knapp, ja doch, 13 Jahre sitzt schon. Und ich bin echt zufrieden da, weil mich jeder in Ruhe lässt. Erst zum Anfang hatte ich auch ein Problem, da war einer dabei, der meinte, ich wäre irgendwie schon 3 Monate da, war aber nur 3 Stunden da. Und so. Total geil. Das war ein Vorarbeiter, ne? Alter, den habe ich aber überlebt. Und den anderen auch. Dann haben sie mir eine Abmahnung wie im Loch gegeben oder was? Ich so, ja, meinetwegen, ne? mach ich nicht wieder, ne? Weil die Kabine stand, sagen wir mal, 12 Meter hoch im letzten Regaleck. Ne? Ja. Und erstens habe ich keinen Staplerschein. Ne? Das ist schlecht. Ja, zweitens brauche ich den auch nie. Ne? Ich sollte hier Kabinen ausbessern, die der Schweißer versaut hat, wo er Löcher drinnen gelassen hat. Weißt du? Da, ja. Wo das Wasser reinfließen kann. Und dann muss ich alles ausbessern.
Und erstens hatte ich kein Licht, ne? Weil das war irgendwie so, habe ich mit dem Feuerzeug da ein bisschen Licht gemacht und dann die Kabinen nachgeguckt, ne? Ja, mehr konnte ich auch nicht machen. Und dann kam es auf einmal an, kurz vor Weihnachten, yo, da ist eine Kabine, du kriegst jetzt eine Abmahnung und ich so, wofür? Für das Loch. Weißt du, was du mit dieser Abmahnung machen kannst? Die schön in den Arsch stecken, Alter. Weil erstens ist das nicht rechtens und zweitens, ja, und dieses zu spät kommen immer und so. Ich so, wann bin ich das letzte Mal? Ja, das war vor 6 Monaten einmal und das für 5 Minuten. Ich so, boah, ja, klar, soll ich jetzt mal meinen Anwalt anrufen? Ja, unterschreiben Sie erstmal die Abmahnung. Ich so, ich unterschreibe hier gar nichts. Erst prüft das mal mein Anwalt, ob das rechtens ist. Echt? Ruf Lasterhaus an, so heißt mein Anwalt. Ne? Er so, hier, nimm mal diese, nimm mal die und dann steckst du dir in den Arsch. Das bringt dir überhaupt nichts. Das bringt dem Chef auch nichts. Ne? Ja, ich so, ja, am nächsten Morgen da hingegangen. Ich so, hier, ich weiß nicht, soll ich mir, ne, den Hintern abwischen mit der Abmahnung? Wieso? Das ist nicht recht. Und wenn ihr noch weitermacht, dann kriegt ihr ein Schreiben von meinem Anwalt, dann gibt es Schadensersatzforderungen. Und er so, Schlacker, Schlacker, Ohrenschlacker. Ja, das tut uns leid. Und hier ist nur ein Präsentkorb. Man muss einfach nur dreist sein. Man muss wirklich dreist sein in der Welt. Also, es ist. Doch sowieso, ich komme jeden Tag in Verspätung zwischen zwischen halbe Stunde bis 3 Stunden. Ja, aber vielleicht hast du Gleitzeit. Nee, nicht wirklich. Die ist einfach die Firma ist ich muss dir sagen, im Baubereich ist es so, wenn du gut bist, dann weißt du, dass du ein goldenes Ei hast und dann kannst du dir so viel Scheiße erlauben, weil die wissen, dass keiner im Bau arbeiten möchte. Ja, bei uns in der Firma. Ist es so, wir suchen dringendst Personal. Was wir da für Kunden kriegen, Alter, der Hammer. Ja, bei uns auch. Mittlerweile haben wir Der Hammer. 6% unserer Mitarbeiter sind Handicaps, die wir aufgenommen haben und die sind Ja. zertifiziert. Ja. Ja, also ich so, ja, hier habe ich Ihnen das erklärt, wie er es machen muss und dies und das, ne? Ja. Alter, 2 Minuten später kommt er an. Jo, bin fertig. So, mit was? Ja, mit allen Rückhalt. Also, er musste so Systeme abdichten. Ich guck mir die an. Ich so. Also, ja, er hat, glaube ich, 2 Nähte gemacht oder was. Dann war er fertig. Ich so, nee, nee, ich meine jetzt schon mal alles abdichten. Also hier und da und da und da und da und da und da. Und da, und da, und da. Da habe ich ihn einen komplett vorgemacht, ne? Ja, ich hab's nicht verstanden, kannst du ihn noch mal machen. Nee, nee. Dann hat er zu mir gesagt, jo, mach ich. Alles klar. Ich gehe wieder zu meinem Arbeitsplatz, mach meine Kabine da fertig, ne? Komm wieder. Ich so, wo ist die Matsche hin? Alter, seine ganze Hand überall, alles über voll mit Matsche, ne? Dann gucke ich mir die Rückhaltesysteme an, also diese Systeme, und überall sind Fingerabdrücke drauf mit der Matsche dran. Und oh ja, ich muss das erstmal schon, oder ich habe den gleich erstmal hier, machen wir gleich sauber und hol dir ein Schleifpapier und mach das weg. Da darf nichts dran sein, verstehst du das nicht? Wieso? Ich so, erstens, Kollege, wenn du keinen Bock hast, dann kannst du auch gerne gehen. Ich habe keine Zeit für diese Spielchen, ne? Ja, du kannst mich ja eh nicht rausschmeißen. Ich so, ja, warte. Hier mein Produktionsleiter angerufen. Ich so, hol mal bitte die Pfeife ab. Der kann doch nicht mal irgendwie gerade auslaufen. Und zuhören tut er auch nicht. Kommt der da angelaufen, mein Produktionsleiter? Hier, da sind deine Papiere. Kannst gehen. Oh.
Weil ich habe so Vorarbeiterstatus bei mir in der Firma. Hm. So, und wenn ich was sage, dann muss da eigentlich gehört werden. Also von demjenigen, der nicht Dienstältester ist, ne? Der war gerade aus der Ausbildung raus. Ich so, ja, hast du eigentlich irgendwas gelernt? Ja, ich bin Maler. Ich so, ja, dann kannst du ja bestimmt so akrylisieren, also ja, so abspritzen und so. Ja, das kann ich. Total gut. Und keiner hat nie gemeckert. Ich so, jo, gut, okay. Dann schalte mal eine Spitze zu und dann, Alter. Ich habe noch nie so eine Atomnaht gesehen, Alter. Ich so, nee, wir arbeiten mit filigraner Spitze. Zack. So eine ganz kleine Spitze abgeschnitten. Ja, ungefähr so. Oh, ja. Ja, so haben wir das nie gemacht. Ich so, ja, du bist Maler. Das ist normal, also dass man das, ne? Dass man da Atomnähte reinsetzen muss. Also wirklich. Ja, es ist nicht so, hier, komm mal, Pi mal Daumen, so 2-3 Zentimeter. Der Rest wird genau mit dem Finger abgewischt. Genau. Und ich so, ja, also es ist auch, also viele sagen zu uns, ja, das kann ja jeder machen und dies und das, ne? Weil das ja immer so einfach aussieht bei uns. Genau wie Pulver. Ein Kollege sagte zu mir, ja, das ist ja easy, so eine Kabine zu pulvern. Ah, da braucht man nicht lange für. Und ich raff das eh schneller wie du, ne? Ich, oh, gut. Hier, ich brauche mal eine neue Maske. Hier, unser Kollege will hier mal rein und pulvern. Der ist nach 2 Minuten rausgegangen. Meinte so, Alter, wie ihr das macht, ich weiß nicht. Ich habe ihm eine Kabine davor gepulvert und dann sollte er pulvern. Also, ja, bei dir sieht das ja so einfach aus. Ich so, ja, das sind 13 Jahre, die ich weiß, was ich da tue. Ne? Also, Berufserfahrung. Ne? Und, was war noch? Genau, beim Abdichten ist so, also die Hauptproduktion von Sika, ne? Ja. War da und die wollten uns irgendwie das Abdichten beibringen. Ne? Okay. Ich gucke ihn so an. Ja. Okay, ja, dann mach mal hinne, ne? Ich muss weitermachen. Ja, hier, guck dir diese Nähte an, die sind immer so super und so. Ich so, oh ja, ich sehe das schon vom Anfang an, dass das super wird. Ich so, wollen Sie wirklich mit dieser Spitze da arbeiten? Ja, auf jeden Fall. Dann hat er eine Kabine vorgemacht, ne? Hat er ungefähr 2,5 Stunden gebraucht, ne? Wofür ich, 10 Minuten brauche oder so, ne? Dann habe ich die nächste Kabine gemacht, mit einem Satz alles so einmal durchgezogen, ne? Guckt er mir an. Ja, willst du nicht eigentlich hier so Vertreter machen? Also, so für eine Ausbildung, dass du für Sika arbeitest? Ich so, wieso das denn? Alter, deine Nähte brauchen wir ja überhaupt nicht glätten. Ja, das weiß ich. Danke. Die wollten mich auch abwerben, weil halt das Abdichten kann nicht jeder. Das kann nicht jeder. Es ist einfach Königsklasse. Wirklich. Dass du ganz wenig Abdeckmittel nutzt und ganz wenig vom Material nutzt, ne? Ja. Und wir schneiden uns die Spitzen so zu, also du hast, sagen wir mal, du hast eine 3 mm Fuge, dann passt diese Spitze genau da rein und zieht einmal hoch. Natürlich gucken wir uns die ganzen Nähte an, wie die geschnitten sind, und dann machen wir ein Mittelmaß. Dann ziehe ich halt schneller, ne? Dann kann ich auch weniger Material verbrauchen. Oder ich ziehe die schräg, dann kann ich eine breitere Naht mitmachen, ne? Genau. Alter, wo die das gesehen haben, ne? Dass ich das alles mit einer Spitze gemacht habe. Und die haben irgendwie 6 oder 7 Spitzen verbraucht.
Ich guck die so an, ja, und jetzt zieht ihr die alle mit dem Holzspatel, ne? Ja. Ja, so macht man das ja auch. Ich so, okay. Bap, 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 fertig. Einmal nur DN ein bisschen nachgeglättet und was. Aber das haben wir jetzt auch schon öfters gesehen. Wir gehen ja öfters zum Messen, ne? So Landmaschinen messen und. In Frankfurter Halle. IFA und so. Ah, okay, ja. Und da gucken wir natürlich auch die Qualität von den Gegnern an, ne? Mhm. Oder das ist so eine Agrarmesse, heißt die, glaube ich. So Landwirtschaft und hast nicht gesehen. Auf jeden Fall gucken wir uns die Qualität von den ganzen Viechern an. Ich so, Alter. So, hier sieht ja irgendwie jede Kabine scheiße aus. Außer unsere. Also vom Abdichten her, weißt du? Das okay. Abdichten. Also ohne Scheiß, manche Kunden sind wiedergekommen und die wollten erst weg. Die sind nach Italien gegangen, weil es da günstiger war. Und ja, keine zwei Monate später sind die Kunden reihenweise abgehauen. Also praktisch nicht abgehauen, sondern die Kabine gekauft haben. Also die Endkunden. Ja. Meinten so, ja, wir hätten gerne die D-Tech-Kabinen wieder, also unsere Firma, ne? Hm. D-Tech-Kabinen. Die hätten wir gerne wieder, die Qualität passt besser, ne? Und seitdem haben wir die wieder und haben natürlich den Preis verdoppelt, ne? für die Kabinen. Und die bezahlen das, ne? Gut, also, da bin ich auch nicht anders. Also ein Kunde, der bei mir kommt für ein Angebot, und sagt dann, ihr seid zu teuer, ich gehe woanders. Und dann kommt er wieder, dann sage ich, ja, also sagt er, wie, ich krieg nicht den gleichen Preis. Sag ich, ja, die Preise ändern wie an der Börse, also das macht 30% mehr jetzt. Naja, wir haben knapp 50% mehr genommen, weil der Kunde, der hätte fast pleite gemacht, wenn der nicht wieder zu uns gekommen wäre. Weil die Kunden waren sowas von unzufrieden, was an Qualität geleistet worden ist von denen, weil wir halt auch die Kabine selber entwickelt haben, etc. Ne? Die sind ja mit diesen Blaupausen einfach losgelaufen. Die haben einfach die Kabine dahingestellt, so und so, so wollen wir sie haben und macht mal ein Angebot. Das hätten sie gar nicht machen dürfen. Ne. Weil diese Blaupausen und diese Kabine haben wir ja entwickelt. Das ist unsere und nicht von der anderen Firma. Und das ist ja Betriebsgeheimnis eigentlich. Und normalerweise hätte man die dann richtig anziehen können. Ne? Oder haben sie vielleicht auch. Also, dass sie Millionen bezahlen müssen. Wir haben ja jetzt eine neue Anlage gekriegt für 3,8 Millionen dieses Jahr. Und wir haben jetzt, also wir hatten früher mal zwei Schichten, früh und spät. Ja. Und jetzt haben wir nur noch eine Schicht. Das ist geil. Wir schaffen das Doppelte in der gleichen Zeit und drüber hinaus. Und das will ja jeder Chef haben, ne? Ja. Und zum Anfang war es so, die Schweißerei ist nicht mehr hinterhergekommen, die Laserei ist nicht mehr hinterhergekommen, die Kanter sind nicht mehr hinterhergekommen. Alles eigentlich. Ne? Wir haben die leergefegt, die komplette Firma war leergefegt, wo wir angefangen haben mit den Pulvern. Ne? Ich so, boah, ihr müsst mehr Leute einstellen, ne? Würde ich sagen. Wieso? Ja, guck mal hier, dann lag alles leer. Und das war randvoll, ne? Wirklich randvoll mit Kabinen. Und die waren alle weg. Alle. Weil du kannst viel mehr schaffen, wenn alles automatisiert wird, ne? Ja. Also, wir haben einen Handpulverstand, wo wir Kabinen pulvern und einen Nebenstand, das ist eine Automatikanlage, für Kleinteile. Okay. Türen etc.
Und die Kabinen, die ziehen wir in eins durch. Ich habe das den einen Tag, mein Arbeitskollege, der jetzt pulvert gerade zur Zeit, der schafft so, na, sagen wir mal 12, 13 Kabinen. Ich war bei 27 Kabinen am Tag. Und der jetzt pulvert, das ist mein Vorarbeiter, ne? Mein richtiger Vorarbeiter, ne? Okay. Ja, und wenn der nicht da ist, mache ich das. Aber, ja. Und dann meinte ich so, oder fing er an, ja, ihr müsst schneller machen und dies und das. Ich so, hier, der Einzige, der schneller machen müsste, ne, das bist du, ne? Weil, wenn es schnell geht, macht nichts, ne? Alter. Ja, aber wir duzen uns auch alle. Also, auch die Chefs, ne? Ja gut, ist, bei mir auch. Das ist vernünftig. Das ist vernünftiges Arbeiten da, ganz ehrlich. Und wenn man ganz ehrlich ist, muss man ja auch. Also man arbeitet oder verbringt mehr Zeit als zu Hause bei der Arbeit. Wenn das Klima nicht passt, dann brauchst du auch nicht weitermachen. Ist einfach so. Also ich habe nur eine Person gediezt, also gesiezt, das war mein allererster Marktleiter, der, das war, obwohl danach, wo er in Rente ging, da war er so Ehrenmitglied in der Firma, der hatte gar keinen Posten mehr, der war auch kein Marktleiter mehr, der war einfach nur so ein normaler Mitarbeiter, der hatte noch 2 Jahre zu machen, weil er von Deutschland kam, er musste noch für bis 67 für seine Rente. Ja, bei uns, ja, ja. Hm. Und er ist einfach geblieben und er so auf einmal, ja, Herr Milani, Sie können mich stutzen und ich, es wäre mir so unwohl bei ihm. Ja. Weil all die anderen, die kenne ich halt von den normalen Posten, beziehungsweise die waren gleichgestellt mit mir, die jetzt in der Marktleitung sind. Dafür, da habe ich auch nur einer, der hat es mal es gewagt, zu sagen, ja, ich bin jetzt in der Marktleitung, du musst mich jetzt nicht mehr duzen, mehr siezen. Und ich sage, Melvin, vergiss es, du wirst immer für mich der Penner bleiben, den du früher warst. Ja, ja. bei mir ist das ja auch so, ich kenne den aus der Schule, mein Betriebsleiter, ne? Und der fing auch an, irgendwas mit Siezen. Ich so, hallo, also Björn, verstehst du? Also wir kennen uns jetzt seit, knapp, 17, 18 Jahren und also jetzt brauchen wir auch nicht mehr anfangen mit Duzen. Mit Siezen. also wir haben früher immer schön zusammen gesoffen und so und jetzt willst du auf einmal, dass ich dich sieze, ja nein, du nicht, aber die anderen. Ja, ich so, ja, dann brauchen wir das auch gar nicht anfangen. Warum musst du dich höher stellen? Weißt du, wie ich meine? Das ist so, also wir sind 144 Mitarbeiter, ne? Das ist schon für uns so ein Mittelstand, ne? Und da duzt sich jeder, auch relativ egal, wie alt wer ist und was für einen Posten man hat und sonstiges. Also ich habe noch nie einen gesiezt. Oh, ja doch, es gibt einen, aber der ist auch gar nicht mehr da und den habe ich jetzt seit 2 Jahren nicht mehr wiedergesehen. Aber der lebt noch. Also. Ne? Das war mein alter Betriebsleiter. Und der ist alte Schule hier, ein richtiger Bauer. Ne? Der hat auch nur geile Sprüche drauf gehabt. Und wir haben auch super verstanden und so. Mir ist dann auf der Weihnachtsfeier, glaube ich, rausgerutscht. Hier, ja. Mach mal, mach du bitte mal Musik an, ja. Der hat einen roten Kopf gekriegt, Alter. Du siehst nicht. Ich so, boah, Junge, ja.
Ja, war, 10 Minuten später wieder das gleiche. Und irgendwann hat er gesagt, oh, du duzt mich einfach. Hat eh keinen Zweck mit dir. So, ich will jetzt offline. Du musst ja wirklich offline, weil. Ja, es ist schon 20. Kann ich gleich aufbleiben, dann zocke ich einfach. Weißt du, egal. So, man hört sich bis morgen oder so. Ne? Jo, bis morgen dann. Jo, jo, tschö, tschö. Tschüss. So dann, meine lieben Fans, wir sehen uns dann auch morgen. Es ist schon richtig spät. Ich werde wieder nicht viel Schlaf kriegen. Bin eventuell morgen etwas früher dann on. Bin auch früher zu Hause. Nicht so schlimm wie jetzt der Rest der Woche, wie es war. Und ja, ist ja auch egal. Dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Nacht. Erholt euch schön. Und wir sehen uns dann, ja, wir sind noch nicht nach 12, also wir sehen uns morgen. Tschüss. Jetzt bin ich wieder zu dumm für meinen OBS zu schließen. Mensch.